Hört iCrimex mit Minecraft auf? Nachdem iCrimex mit der YouTuber-Insel Ende 2022 angefangen hatte, aktiv Minecraft-Videos auf seinem Kanal hochzuladen, kamen auf seinem Kanal Anfang dieses Jahr teilweise wochenlang jeden Tag nur Minecraft-Videos. Das ist jetzt zu Ende. In letzter Zeit kamen auf iCrimex' Kanal immer mehr GTA und immer weniger Minecraft-Videos. Er scheint offensichtlich langsam aufzuhören, Minecraft-Videos zu machen. Aber stimmt das wirklich? Wird iCrimex mit Minecraft aufhören? Um das herauszufinden, muss man erst einmal wissen, woran das liegen kann, dass iCrimex mit Minecraft aufhört. Man kann schauen, wie gerne iCrimex Zuschauer seine Minecraft-Videos schauen und was es für Minecraft-Projekte gibt. Klar ist natürlich, wenn iCrimex keine Lust mehr auf Minecraft hat, dann ergibt das absolut Sinn. Immerhin hat er über ein halbes Jahr lang fast nur Videos auf der Minecraft-YouTuber-Insel und allgemein fast nur Minecraft-Videos gemacht. In dem letzten Monat hat iCrimex 16 GTA 5 Videos, 9 Minecraft-Videos und 5 Real-Life-Videos gemacht. Es ist also deutlich sichtbar, dass iCrimex aktuell am meisten GTA-Videos macht. Aber welche Videos kommen am besten an? Mit GTA 5 Videos hatte iCrimex im Durchschnitt 298.000 Aufrufe, mit Minecraft 261.000 und mit Real-Life-Videos unglaubliche 590.000 Aufrufe. Es ist offensichtlich, dass er mit seinen Real-Life-Videos am meisten Aufrufe macht und mit Minecraft am wenigsten. Das ist interessant. Aber wird iCrimex deshalb mit Minecraft aufhören? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber er wird wahrscheinlich in nächster Zeit weiterhin nicht so viele Minecraft-Videos bringen oder vielleicht auch manchmal gar keine, bis er dann irgendwann wieder ein großes Minecraft-Projekt hat, denn aktuell gibt es nur die Minecraft-Stadt. Aber was denkt ihr? Kommt bald wieder das Minecraft-Comeback von iCrimex? Oder wird er vielleicht doch bald sogar gar keine Minecraft-Videos mehr bringen? Abonniert und jetzt tschüss.